Hey, Kumpel. Komm runter. Ist gut. Okidoki, Kleiner. Dann sehen wir uns später, ja? Kommt schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Na los. Hey. Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke! Es muss noch einen anderen Weg geben. Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Ach, gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Thank you.
Du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Hallo? Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Das sind wir auch. Da. Oh nein. Wow, toll. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Ich habe es voll drauf. Alles klar.
Impressum. Mal kurz auf, Kar. Zum Beispiel? Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich. Du bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt. Die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh.
Tief atmen. Nein! Nein! Du bist nicht real. Nein, 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 da unten. Oh, nein, nein. Nein, 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 nicht nochmal. Benjamin, jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich will nicht, dass ich sterb. Ich schwör's. Ich schwöre, ich hab euch gesucht. Was Schräges aufgefallen. Was? Der Wendigo. Hat eine Narbe. Ja? Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Rüstig für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Beim Versteck. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Dito.
ich wirklich nicht reingehen? Es gibt keinen anderen Weg. Mike, ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Gut, ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Ich friere so, ich spüre meine Finger nicht. Ich weiß. Beweg dich. Keiner steht auf Frostbeulen. Auch wenn deine echte. Vergiss es. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte, es ist okay. Also, dass hier keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie? Toll. Danke. Oh, alles wird noch tiefer. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Bin mal kurz auf K. So, da bin ich wieder. Wow, wow! Wow! Scheiße! Sie. Shit! Keine Befehle mehr an! Ihr könnt mir nichts mehr befehlen! Hey, Ihr könnt mir nichts mehr befehlen!
Ihr könnt Josh? Mir nichts befehlen, Kumpel. Jetzt nicht mehr. Ihr befehlt mir nichts mehr. Okay, okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Was ist mit ihm, Mike? Er ist high oder sowas. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay, Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. So fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Nein. Nein, nein. Oh, fuck! Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Thank you.
Jess! Bist du das? Scheiße! Jess! Was ist mit dir passiert? Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja. Hier läuft irgendetwas Schräges heute. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. Nein. Was? Nein, nicht jemand, sondern etwas. Jess, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein, ich sage dir doch. Schon okay. Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Sieh mal da. Hier gab es einen Einsturz. Das war ich. Was? Ich bin da durchgestürzt. Was? So tief runter? Scheiße. Willkommen im Club. Was? Ich bin von einem verdammten Feuerwachturm gefallen. Verarscht mich. Wir schaffen das. Wir kommen raus. Komm schon. Komm schon. Komm, komm, komm. Jess! Jess, komm schon. Oh.
wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Falls noch jemand lebt, sind sie wahrscheinlich im Keller. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Daran will ich gar nicht denken. Leg die weg hier! Los, 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 los! Los, wir müssen weg!
Alle haben überlebt. Fuck! Nein! Der alte Mann, ich... Ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Kommt die Dumpfbacke jetzt dran? Verpassen Sie mal ein paar für mich? Wie bitte? Dumpfbacke, Mr. Muskelprotz, Matt, der Depp vom Dienst. Gibt's da vielleicht etwas, das wir wissen sollen? Oh nein, nichts von Bedeutung, bloß Sache. Wissen Sie, dass er mich an dem einstürzenden Turm einfach zum Sterben hat hängen lassen, dieser saublöde Waschlappen? Ich war genau da und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Wie gelangten Sie? Ich wurde getragen und geschleift und... Was konnten Sie sehen? Ich weiß nicht. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Ja. Und... Ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Ich habe zugestochen und ich wollte weglaufen. Aber ich wusste nicht, ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war. Und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all diese Ecken und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Ihre Freundin Ashley, sie sagte, sie wollte Ihnen helfen. Nein. Sie sagte, sie hätte sie rufen gehört. Nein. Nicht mich. Mike. Was wissen Sie noch? Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.